Leute, es ist Relegationsrückspiel. Wir sind heute vor Ort. Wakes, Thrones und ich sind heute am Start. Danke für die Einladung, Squad, dass ihr uns hier die Möglichkeit gegeben habt, Tickets zu bekommen. Vielen, vielen Dank. Und ihr seht schon, das Wetter sind 25 Grad in Hamburg. Wir liegen aber 3-0 hinten. Wir haben 3-0 das Rückspiel verloren. Uah, scheiße. So, Bro. Wir sind vom Stadion. Das Problem ist, also das Hinspiel hat echt wenig Hoffnung gehabt. Deswegen, ich habe einen realistischen Tipp. Er ist leider 0-2 oder 0-3 für Stuttgart. Quatsch. Aber mit Hoffnung, wenn ich mit Hoffnung tippe, sage ich 4-1. Weil ohne Gegentor ist schwer, aber 4-1 und Elfer schießen können. Da hast du ganz viel Hoffnung. Ich sag, braucht man heute leider. Ich sage 1-1, Bro. Ich sage 1-1. Es wird so ein langweiliges 1-1. Ihr wisst es schon, die es jetzt schauen. Und die denken sich wahrscheinlich jetzt gerade, dass wir gerade auf dem Platz vorbei scheinen, weil da am Abstieg werden. Weil wir noch gewinnen werden, aufsteigen. So Leute, wir sitzen an unseren Plätzen, neben dem Kameramann auf ganz random. Und wir haben uns eine Bratwurst geholt, Bro. Schmeckt, oder? Ja. Aber was, weißt du, was ich am meisten fühle? Genau da auch wie am Essen mit der Kamera reden. Ich meine schon, wenn es 3-0 fällt, nehmen wir die Kamera, schwenken unsere Fresse und dann sehen wir uns im Fernsehen. Wenn das 3-0 fällt, sehen wir uns im Fernsehen. Leute, Aufstellung vom ASV. Heute spielt Montero. Ich hab's dir gesagt, Bro. Ich hab's dir gesagt, der macht das heute. Stuttgart? Ja. Ja, das ist schon nicht schlecht. Nicht verkehrt. Ist schon nicht verkehrt. Leute, Stuttgart ist am Start. Ein dickes Buchkonzert. Ein dickes Buchkonzert. Das Lied läuft heute für 7 Jahre. Oh Leute, Wakes auch da gekommen, hergekommen. Aus Mailand kommt der Mann. Und wir haben jetzt sogar Trikot. Ja, was sagst du? Ich hoffe natürlich 4-0, ne? Aber wird schwer. Ich bin gespannt. Hauptsache, du bist Tor, damit spannend wird. Was habt ihr gesagt? Du hast alles dabei. Echt? Warum hast du Unterhemd an? Hätte ich auch gemacht.
Körper. Ja! Ja! Es ist jetzt Halbzeit und ich muss sagen, HSV übelst stark, oder Leute, was sagt ihr? Ey, das war eine krasse Halbzeit von der HSV. Ein Tor mehr hätte ich fallen können, aber ich bin zufrieden. Ich habe Glück gehabt, ne, dass die ein Abseits-Tor gemacht haben. Das Einzige, was ein geiles Kanär ist, obvious, hätte HSV auch gemacht, wenn die geführt hätten. Was halt die ganze Zeit so 3 Minuten unterbrechen sind, weil die auf dem Boden liegen. Und dann 4 Minuten Nachspielzeit. 4 Minuten wäre nicht gefahren. Viel zu viel. Wir haben auch ganz schön gesagt. Wir haben jetzt noch gespielt. Nein, das war ja kein. Machen wir eine gerade Linie bei Nachspielzeit. Du kannst nicht hier 20 Minuten geben, da 4 Minuten. Aber wir haben gerade schon gesagt, Sonny Kittel. Digga, so dem denn heute los? Wie gut. Ja, heute ja, letztes Sport. Das haben wir noch nie so gut gesehen, war das Trikot. Ey, eine Halbzeit, alles drin. Super.
Halbzeit 6-1. Hey, du! Abpfiff in Hamburg, Glückwunsch an Stuttgart, aber sehr, sehr bitter. Die Nordtribüne. Immer wieder enttäuscht, Digga. Gibst immer alles für den Bein. Die Fans sind A-Klasse, Digga. Aber sportlich muss man was sagen, ist das Zweiklasse, Digga. Die Fans, geistkrank, aber sie kriegen einfach nichts zurück von der Mannschaft. Abreise, Leute, halt noch ein Jahr zweite Liga. Ich sag so, trotzdem cool, dass früh ein Tor gefallen ist. So, Emotionen waren da, Stadion, war gut drauf, bis zweite Halbzeit kam. Bro, diese 47 Minuten hat einen so gebrochen, ne? Ja, egal, nächstes Jahr vielleicht. Ciao.